Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zur Let's Play SpongeBob Battle for Bikini Bottom. Und wir machen heute weiter mit dem Level Rock Bottom, würde ich sagen. Oder? Ja, ne? Jetzt muss ich gerade gucken, wo wir lang müssen. Blue Lagoon mal. Jetzt müssen wir, glaube ich, hier, ja, genau, wir müssen hier lang. Kabamums! Ganz viele neue Blümchen. Hitting Rock Bottom. Das ist schon richtig so. Sand Mountain. Da haben wir leider noch nicht die Dings für. Die Schenkel öffnen ist klasse. Oder machen wir jetzt erstmal. Wir machen jetzt hier Dings Rock Bottom. Würde ich sagen, oder? Eigentlich müssen wir ja hier oben noch was. Also wir müssten ja noch ein paar Level machen. Sind das nur noch zwei Level? Sehe ich das richtig? Also Sand Mountain, hier das Ding. Und Rock Bottom. Also müsstest du es. Ne, drei Level sind es noch, ne? Ja. Gut, ein bisschen haben wir noch zu tun. Kriegen wir schon noch hin. Wir reisen nach Rock Bottom. Das ist das nächste, was jetzt ansteht. Willkommen in den dunklen Tiefen von Rock Bottom, die Heimat von seltsamen Kreaturen und Souvenir-T-Shirts. Oder was? SpongeBob, ich bin ja so froh, dass du hier bist, ob du es glaubst oder nicht. Ich bin auch froh, dass ich hier bin. Die Roboter haben unbezahlbare Kunstwerke aus dem Museum gestohlen. Wenn du sie mir alle zurückbringen kannst, bekommst du als Belohnung einen goldenen Pfannenwender. Okay. Was wollen sie mit den Kunstwerken? Stell lieber keine Fragen, mit deren Antworten du nicht klarkommst. Betrachten Sie die Kunstwerke als gerettet, Mrs. Puff. Gut. Starten wir mal durch. Das ist ja so eine etwas düstere Ecke, die ich jetzt persönlich tatsächlich nicht so kenne. Das ist ein Schlafsack-Roboter. SpongeBob muss jetzt in der Nähe ganz leise schleichen, sonst wacht er auf. So schlecht musst du vorsichtig den L bewegen oder L2 drücken. Kann ich ihn nicht einfach killen, den Typen? Müssen wahrscheinlich aus dieser Blase raus, dann können wir wieder Gas geben. So, da ist zumindest mal ein. Ein weiteres ein Kunstwerk. Die Plattform bricht zusammen, sei denn SpongeBob schleicht sich ganz vorsichtig darüber. Ach Gott. Wieso bin ich jetzt hier runtergefallen? Also klar. Ich wieder hoch? Muss ich jetzt echt da. Na gut. Ich bin bereit. Was ist denn das hier? Okay. Süßigkeiten-Dings auf jeden Fall. Bringt also relativ wenig oder gar nichts. So, das Schild heißt wahrscheinlich hier für den Schlafsack-Roboter. Ich kann ihn auch nicht töten, oder?
mache jetzt mal ganz vorsichtig. Okay, sie bricht nicht zusammen, wenn ich da... Was? Ich bin doch noch mal geschlichen! Ich bin doch noch mal geschlichen! Hat's was jetzt? Ich bin doch rübergeschlichen! Hä? Was? Warum? Warum? Aber ich kann wahrscheinlich mit einem Doppelsprung von da aus springen. Das könnte funktionieren. Tschüss. Boah, noch so ein Ding. Baut die sich irgendwann wieder auf eigentlich? Oh, da unten ist das Säckchen. Da unten links. So, perfekt. Ich muss sagen, Kumpelblase, für eine Blase kommst du ganz schön herum. SpongeBob, die Roboter plündern das Museum von Rock Bottom. Aber sie haben die Straße dorthin zerstört. Du musst geschickt sein und dir einen anderen Weg suchen. Bitte was? Ich könnte diese ganzen Briefmarken anlecken und mich hinschicken. Könnte funktionieren, aber anschleichen geht vielleicht schneller. Alles klar. Geschenke öffnen ist klasse. Ja, wir nehmen auf jeden Fall mal die Dings mit. Boah, da sind noch mehr von denen. Gut, Checkpoint haben wir zumindest mal. Da ist wieder so ein Schlafroboter. Müssen echt da aufpassen. Genau meine Größe. Klappe. Zeit für eine kleine Schleicherei. Ach du Sack. Ach, ich kann ihn tatsächlich töten. Nimm das. Okay, das ist schon mal wichtig, dass ich das weiß, dass ich die töten kann. Da muss ich mich noch anschauen und dann zerlege ich die einfach mal kurz. Ich hab's vorher auch, ich hab's vorher gewusst. Aua, der hat mich zu spät gesehen. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Oh. So, warte mal, kann ich das nicht mehr. Super. Hat sich ja voll gelohnt. Naja, alles gut. So, warte mal. Holen wir kurz mal hier den Meister. Und öffne eine Kiste. Das heißt, wir haben wieder ein bisschen. Gut, wir haben einen Checkpoint. Ups. Fresse. Boah, Alter. Wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen, aber zumindest haben wir jetzt mal wieder die Dings weg. Das war genau das war. Das wurde aber beabsichtigt. Aber ich habe zumindest mal die Dings weg. Ich habe zumindest mal die
die komische Maschine weg. Warte mal kurz. Da ist irgendwas zum... Komm, ich habe jetzt Handy nur hoch, oder was? Frisch wie eine Frühlingsbrise. Rein, damit sprich doch nur... Ich hab doch nur mit dem... das Ding mit Handy hoch. Oder nicht? Rein, theoretisch ja. Aber hier müssen wir da... Da müsste ja... eine Bushaltestelle da irgendwo sein. Okay. Da ist noch eine. Super. Aber wie gesagt, das... Tschüss. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Riecht hier von da? Ach, super. Okay. So, dann ist da zumindest... Ah, das ist eben die Sperr... Das Ding, was da... Oh. Juhu. Ja. Ah, ich habe ja mehr oder weniger genug Dosen. Aber gut, okay. Okay, dann haben wir das auch. Jetzt muss ich überlegen, wie komme ich da hoch? Ist das richtig der Weg da unten? Wir müssen ja irgendwie da rüber, oder nicht? Okay. Da ist ja noch eine Möglichkeit. Also irgendwie müssen wir da hoch. Ich weiß noch nicht, ob ich das... Das müsste doch nicht mit dem Handy nur gehen. Ja. Da war doch irgendwo war doch hinten noch die Maschine. Wo war die denn? Die war doch irgendwo hinten noch. Da war doch hinten noch eine Maschine, wo ich nicht weiterkam, oder was war die? War die doch weiter hinten? So, jetzt geh ich. Hier, die meine ich. Jetzt haben wir sie. Die habe ich auch die ganze Zeit irgendwo gemeint. Ich bin Roy Kaskisch. Ja. Nein, das war zu viel. Ja. Okay. So, da geht das nächste Ding hoch. Aber wie gesagt, ich vermute. Nee, es ist doch nicht. Kann doch nicht sein, dass er nur. Warte mal. Wo war denn jetzt der Weg da hoch? Also die Maschine ist ja da und ist kaputt. Warte die. Ja, manchmal ist das Level ist da teilweise echt tricky. Also sagen wir mal so, ist ein bisschen sehr verwinkelt, aber gut. Zumindest habe ich die ein bisschen Ruhe. Ich habe leider erst ein. Ich muss ja irgendwie da hoch, oder nicht? Frisch wie eine Frühlingsbrise. So. Warte mal. Ah, hier. Das hätte ich eigentlich gesucht. So. Okay, das hat jetzt nichts damit zu tun.
Nein! Ich hatte das anders geplant. Ich wollte eigentlich hochhüpfen. Okay. Ja, gut, okay. Sorry, das Ding ist ein bisschen sehr verbaut. Warte mal, wo ist denn der Aufgang? Hier, hier ist der. Genau meine Größe. Machen wir mal was anders. Wir laufen das Ding, wir rollen nicht. Und eventuell kann ich sogar. Kann ich nicht mit dem Doppelsprung. Komme ich da nicht mit dem Doppelsprung rüber? Doch, da eigentlich schon, ne? Juhu, das war geplant. Das ist nämlich ein weiteres Kunstwerk. Das nehmen wir mit. Nehmen wir die Blume hier mit. So. Das Ding mitnehmen. Ah, hier ist noch Weg. Okay. So, oder? Okay, was hat es jetzt damit zu tun? Aha. Okay, jetzt irgendwas Wichtiges? Nee, eigentlich nicht, ne? Da komm ich doch nur mit Sandy. Da komm ich doch nur mit Sandy ran. Aber da hab ich. Ist das richtig? Eigentlich schon, ne? Kann ich niemals. Man nennt mich auch Schwamminator. Warte mal, da muss ich ja noch mal hoch. Aber da sind ja noch mehr. Da oben ist sogar eine Bushaltestelle. Also theoretisch ist es richtig so, dass ich da nur mit Sandy hochkomme, scheinbar. Die soll ich offen, die Dings, ne? Ah, wie komme ich da hoch? Also theoretisch wirklich nur mit dem Ding. Aber das muss. Nee, da muss hier unten eine Bushaltestelle irgendwo sein, weil ich muss ja mit Sandy da irgendwie rüber. Ich muss ja mit Sandy da irgendwo hoch, vermutlich zumindest mal. Aber da muss heißt, irgendwo muss vorher eine Bushaltestelle sein. Ich weiß aber nicht, wo zur Hölle sie sein könnte. Wo könnte eine Bushaltestelle sein? Ich meine, hier unten ist irgendwo noch ein Dings. Ein Schalter. Immer. So, du bist aber nicht auf Zeit, oder? Nee. Doch, natürlich. Und das wäre tatsächlich. Oh nein. Aua! Nein! Dieses scheiß Ding! Ernsthaft! Aber das ist der richtige Weg, okay? Dann weiß ich zumindest da zum, ein bisschen was Bescheid. Okay. So. Ah, ist das jetzt blöde. Das heißt, ich muss die Kanone da irgendwie. Okay, da muss ich ein bisschen aufpassen. Da sind wie so Einschläge hier unten. Das heißt, da darf ich nicht drauf. So, dann habe ich das zumindest mal weg. So, ich muss ja da irgendwo hoch, ne? Ist richtig da? Da geht's weiter irgendwie scheinbar. Ah, okay. Blöde Kanone. Checkpoint. Klappe. Blöde Kanone. So, gut, dann haben wir das zumindest auch mal. Wie muss ich da? Komme ich da weiter? Oh, Entschuldigung, diese Salzersoße habe ich jetzt tatsächlich nicht mal nicht gesehen. Ah, ja, okay, das haben sie ja gesagt. Dass das geht. Ja. So, und hier oben ist die Bushaltestelle, die ich haben wollte. Und damit können wir dann zu Sandy wechseln, sehr wahrscheinlich.
Genau so ist es. Und damit kann man nämlich dann auch diese komischen, die komischen Haken da nutzen. Und das, liebe Leute, das machen wir mal in der nächsten Folge bei Let's Play SpongeBob Battle for Bikini Bottom.